Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Eurofishing. Heute wieder allein unterwegs. Der Kevin ist noch nicht da. Ich weiß nicht, was der gerade macht. Ich glaube, sein Vater hat Geburtstag oder so. Deshalb heute mal ohne ihn auf der Suche nach dem Geisterkarpfen. Das werden wir natürlich noch nachholen, dann zusammen auch auf Karpfen gehen, sobald er die bessere Ausrüstung sich gekauft hat. Weiß nicht, wie viele Punkte wir letztes Mal schon erangelt haben, beziehungsweise wie viel Geld. Aber das kriegen wir dann auch noch auf die Reihe. Aber ich gehe den schon mal suchen. Denn der ist irgendwo in Spanien zu Hause, glaube ich. 19 Bossfische, jawohl. Ich glaube, vorher gab es 17 oder so. Also, glaube ich, sogar noch einer mehr dazu gekommen als der Geisterkarpfen. Aber ich muss noch kurz... Wobei, nee. Da wollen wir angeln. Und Angelkoffer 2 müsste ich, glaube ich, mitnehmen. Jawohl. Da haben wir zumindest die großen Haken dabei und die großen Köder. Damit werden wir dann auf Grund schön... Wir könnten eigentlich auch mal nachtangeln gehen, ne? Aber fängt man den Geisterkarpfen nachts oder tagsüber? Das ist halt die Frage. Versuchen wir es erstmal tagsüber und dann beim nächsten Mal vielleicht nachts oder so. Erstmal meine gewohnten Settings hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon ab nach Spanien. Und hocken uns an unsere Lieblingswand. Ich werde es mit Boily versuchen, denke ich. Ich könnte eigentlich auch Tigernuss versuchen, aber ich nehme mal Boily in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch als Beifang wieder so einen Monsterwels rausziehe, aber da kann man natürlich nicht von ausgehen. Trotzdem hat man natürlich immer die Chance. Also beanspruchen wir unseren Standardangelplatz, wählen unseren Köder aus, beziehungsweise erstmal den Haken. Was nehmen wir denn da? Den Viererhaken. Wir wollen ja große Fische fangen. Und das hier ist, glaube ich, der größte Bolli, den ich habe. Und dann hauen wir das einfach mal da hinten hin. Jetzt habe ich natürlich Kieshaken. Und ich weiß nicht, da hinten war, glaube ich, Schlamm, aber ist egal. Ich lasse das jetzt erstmal so. Okay, ich lasse es nicht so. Denn letztes Mal noch dem Kevin erklärt, dass man sich beim Auswerfen mal schön zu dem Scheiß Rodpot stellen muss und selber nicht auf die Kette kriegen. So, jetzt können wir die Route wahrscheinlich auch ablegen, wenn wir da hinwerfen. Also, erstmal da wieder hinwerfen. Und jetzt nehmen wir die 2 in der Hand und machen dasselbe nochmal. Wo haben wir die 4? Ja, okay, wir machen es nicht nochmal, denn wir haben schon... Leute, wir haben nicht den ersten Biss. Wir haben den Biss auf die 3, oder was? Alles klar, aber das heißt wieder, dass ich nichts machen kann, weil der den hier wieder im Wasser genommen hat. Das ist tatsächlich buggy. Und der checkt dann nicht, dass da ein Fisch dran ist und möchte noch, dass ich auswerf. Und dann geht er mir leider flöten. Heißt aber für uns, dass wir eigentlich gar nicht so weit werfen müssen. Oh, den hat jetzt aber bis in die Walachei gekloppt. Okay, da haben wir Schlamm. Nehmen wir den mal dahin. War der Viererhaken nicht sogar jetzt für Schlamm? Ich habe das gerade gar nicht mal richtig gelesen. Doch, der war sogar für Schlamm. Das ist natürlich gut. Dann, wobei hatte ich jetzt hier den Dumpel drauf? Auf dem Biss hier vorne. Könnte natürlich sein. Ich könnte natürlich einen mit Dumpel auslegen. Ne, komm. Oder? Ja, komm. Was soll's. Machen wir halt einen mit Dumpel in die Mitte rein. Und wir kriegen auch schon den Biss auf die 1. Erstmal ziehen wir den hier ein bisschen vor die Wand. Und dann werden wir unseren ersten Fisch drillen und hoffen, dass es direkt mal ein ordentlicher Karpfen ist, den wir hier an der Leine haben. Aber im Moment macht er noch nicht so den Rieseneindruck. Sieht eher aus wie eine kleine Brasse oder sowas. Mal gucken, ob da noch eine Flucht kommt oder so. Und der nächste Biss kommt auf den Dumpel tatsächlich. Aber der muss jetzt warten, denn wir müssen jetzt erstmal hier unseren Fisch zu Ende drillen. So viel Zeit muss sein, auch wenn die jetzt nicht mehr ganz so lange dran kämpfen am Haken. Aber wer weiß, vielleicht haben wir auch einen kleinen Geisterkarpfen, der nicht so viel Druck macht. Oder ist halt durchsichtig und deshalb so leicht, weil er nichts wiegt, wie so ein richtiger Geist halt.
Wir werden es wissen, sobald er an der Oberfläche ist und wir ihn sehen. Auf den bin ich echt scharf. Also wenn ihr den schon gefangen habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchen Köder ihr Erfolg hattet. Ich glaube zwar fast nicht, dass das irgendwie auf den Köder groß ankommt, weil man hier sowieso groß zum Großteil Karpfen fängt. Ob mit Boilie, mit Dumbbell, mit Tigernüssen, mit sonst was. Wahrscheinlich jetzt auch mit Mais und was weiß ich. Aber größere Haken, größere Köder. Verspreche ich mir hoffentlich größere Fische durch. Aber hier tut sich erstmal überhaupt nichts. Der will nicht hochkommen. Ich glaube, die Anzeigen da unten ist auch neu, oder? Mit der Tiefe. Warum sind da jetzt zwei Anzeigen? Das eine schnurrt raus und das andere liegt tatsächlich tief, oder was? Kann aber eigentlich auch nicht sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir den Fisch. Hat er sich jetzt ergeben, oder was? Ich glaube schon. Ich werde es mal versuchen. Und dann haben wir den ersten Karpfen tatsächlich, aber nur einen Common Karpfen mit 8,6 Kilo. Und dann nehme ich mal kurz schnell die... Alles klar. Die 3 ist auch einer dran, aber die 2 war natürlich eher. Also werden wir es zuerst mal mit dem versuchen. Mit dem Dumbbellfisch. Schön am Piepen mir die ganze Zeit. So muss es sein. Schauen wir mal, was wir hier an Land ziehen. Ich hätte doch eigentlich auch eine Route auf Tigernüsse auslegen können. Dann hätten wir alle drei Köder im Wasser, mit denen ich es jetzt versuchen wollen würde. Aber wie gesagt, da ist dann halt Karpfen only angesagt und kein Wels wahrscheinlich. Ich vermute mal, dass ich damit keinen erwischen werde. Und deshalb erstmal nur Boilie und Dumbbell, weil wenn wir schon keinen Geisterkarpfen fangen, dann halt ein Wels oder auch nicht. Wir werden es sehen, nachdem wir die beiden Fische ausgedrillt haben und dann noch die weiteren, die wir fangen werden. Aber dafür, dass er schon so lange an der Route dran war, macht er jetzt doch noch ein bisschen lange hier Spirenzchen. Ich habe gedacht, da kann ich jetzt easy reinziehen und dann auch direkt landen, aber im Moment hält er nicht gerade viel von. Noch möchte der ein bisschen unter Wasser bleiben. Wenn er wüsste, dass er danach wieder direkt dahin zurück kann, würde er sich vielleicht eher ergeben, aber das weiß der Fisch natürlich nicht. Solange der an der 3 noch dran bleibt, ist mir das egal. Aber ich weiß nicht, was sie da geändert haben. Also ich meine gelesen zu haben, im letzten Update hätten die das geändert, dass sie nicht mehr so lange dran bleiben. Aber habe ich irgendwie gerade nicht so den Eindruck. Ich weiß aber auch immer noch nicht, ob das tatsächlich daran liegt, dass die Bremsen jetzt noch offen sind. Nach meinem ersten Drill sind die einmal, ja, zu will ich nicht sagen, aber etwas stärker zu als jetzt am Anfang. Gucken wir mal, was wir hier haben. Fisch auf jeden Fall. Tatsächlich ein Wels. Der sieht sogar ein bisschen weiß aus. Habe ich hier einen direkten Geisterwels gefangen oder was? Auf jeden Fall eine relativ schöne Textur. 9,3 Kilo. Normaler Catfish, kein Boss oder so. Aber weiß. Schon mal nicht schlecht. Also tatsächlich der erste Wels auf Dumbbell tatsächlich. Gar nicht mal der Boilie. Und dann nehmen wir mal die Route in die Hand und schauen, was wir da noch an Land ziehen. Der ist jetzt natürlich raus auf 57 Meter. Irgendwo da hinten am Damm schwimmt der gerade rum. Den müssen wir erstmal wieder zurückholen und ein bisschen einfangen. Aber zum Ufer kommen die ja normalerweise relativ schnell. Und dann tanzen die halt hier ein bisschen unter Wasser noch rum. Aber da haben wir den ersten Wels tatsächlich schneller gefangen, als ich erwartet hätte. Normalerweise ziehen sie sich ja immer so ein bisschen und braucht ein bisschen länger. Weil es halt auch kein Riese, ne? 9 Kilo. Aber wie gesagt, weiß, schwarz. Sehr schön für einen Wels. In echt habe ich die Farbkombi noch nicht gesehen. Also gibt es was, die komischen, ich weiß nicht, sind es Albino-Wälse? Die sehen mal so ein bisschen gelb-gold aus. Wahrscheinlich sind es deshalb keine Albino-Wälse. Aber die gibt es natürlich, aber so einen hellen Wels mit so schwarz.
ist mir in echt noch nicht untergekommen. Also die Jungen, die man hier fängt, die sind so ein bisschen heller gefärbt immer. Aber auch in Spanien habe ich keinen wirklich weißen gesehen. Kommt da auch immer, glaube ich, ein bisschen aufs Gewässer an, wie sie gefärbt sind. Ähnlich wie bei Zandern, glaube ich. Die sind auch je nach Trübungsgrad dunkler und heller gefärbt. Eigentlich bei den meisten Fischen ist das so, außer bei, was weiß ich, bei Guppies wahrscheinlich nicht, weil die eh schon bunt sind. Aber bei so Fischen, bei denen es auf Tarnung ankommt, richten die sich da schon nach. Gerade auch bei Forellenbarschen ist das, glaube ich, auch extrem der Fall. Da fängt man schon mal sehr dunkle Exemplare. In Spanien, die sind immer teilweise schon ziemlich dunkel geworden. Beziehungsweise gewesen. Je nachdem, an welchen Orten man die da gefangen hat. Und der hier macht auch noch keine Anstalten, sich zu ergeben, auch wenn wir den jetzt schon mal ans Ufer gedrillt haben. Aber hochkommen möchte auch noch nicht. Jetzt habe ich natürlich alle Routen aus dem Wasser raus und werde hier vielleicht erstmal wieder alle neu auswerfen müssen, damit ich wieder Fische an Land ziehen kann, aber immerhin jetzt keinen Stress bei dem hier. Kein Piepen auf dem Ohr. Alles ruhig. So lässt es sich angeln. Aha, im Singleplayer kann man dann tatsächlich V drücken. Im Multiplayer habe ich es nicht hinbekommen. Komisch. Weiß nicht, ob das im Multiplayer irgendwie deaktiviert ist. So, was ist jetzt mit dir, Fisch? Kommst du auch hoch oder möchtest du da unten bleiben? Noch bleibt er auf seinen 6 Metern. Aber das Blaue, das kommt auch nur so halb mit dem, mit der Distanz raus. Jetzt waren wir gerade auf 12 Meter Distanz. Und das Blaue war bei 9 Meter. Also die Schnur insgesamt kann das irgendwie auch nicht sein. Wobei vielleicht mit Routenlänge kommt das vielleicht hin. Keine Ahnung, was das könnte sein, dass das vielleicht tatsächlich die Schnurlänge ist, die gerade draußen ist, aber wissen tue ich es nicht. Aber der kann sich jetzt gleich mal ergeben, oder? 5 Meter noch. Aber jetzt macht er wieder einen Abgang. Dann drillen wir den einfach mal weiter. Der hat irgendwie keine wirklichen Fluchten jetzt, wo der mal so abhaut oder so. Aber er bleibt erstmal unten. Bin ich mal gespannt, was da gleich hochkommt. Auf dem Boilie war der. Ich glaube, für einen 10-Kilo-Fisch drillt er sich ein bisschen lange. Also würde ich fast vermuten, dass der schon ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Drillt sich fast so lange wie ein kapitaler Wels, aber der letzte, den ich gefangen habe, der kam ja an die Oberfläche hoch, deshalb würde ich fast nicht darauf setzen. Aber wer weiß. Kann sich noch um Stunden an. Jetzt kommt er tatsächlich hoch. Und was sehen wir da? Wir sehen erstmal gar nichts. Ich versuche ihn unter der Oberfläche zu erkennen, aber boah, ich könnte sagen, er ist ein Wels, aber ich will es nicht sagen. Er ist aber, alter Falter. Was ist das denn für ein schwarzer Wels? Ist das ein Boss-Wels? Ist das tatsächlich ein Boss-Wels? Puma. Wir haben den Puma gefangen. 40,82 Kilo. Cheetah ist der andere Wels hier. Also sind die wohl nach Raubkatzen benannt. Wobei Puma ist Puma auf Englisch. Heißt sie nicht Mountain Lion? Na, trotzdem ist es eine Raubkatze. Wahrscheinlich gibt es auch eine Puma in Englisch. Oder das ist einfach British English und American English. Keine Ahnung.
Cheetah und Puma auf jeden Fall jetzt beide gefangen. Nice, nice. Also den Ghost-Karpfen fangen wollen und den Puma gefangen. Da sage ich nicht nein, ne? 40 Kilo ist ein ordentlicher Brocken. Ordentlich dicker Wels in Schwarz. Richtig schön wieder. Das gefällt mir. Sehr gut. Perfekt. Haben wir den gefangen. Dann setzen wir den nochmal zurück und gucken, ob wir nicht tatsächlich noch den Geisterkarpfen auch erwischen können. Aber immerhin schon mal ein Bossfisch wieder am Start gewesen. Und den auf Boily, aber das ist egal. Den auf Dumble haben wir gerade auch den Wels gefangen. Also lassen wir das alles wie gehabt. Und werfen unsere Route neu aus. Richtig nice, der Puma. Das freut mich schon fast so wie der Geisterkarpfen, wo ich den Geisterkarpfen vielleicht noch einen Tick schöner finde. Zumindest auf den Bildern, die ich gesehen habe. Aber so ein schwarzer Riesenwels, da sagt man natürlich gerne Dankeschön, nehme ich und auf Wiedersehen. Deshalb bin ich damit schon durchaus sehr zufrieden. Und jetzt lassen die Fische sich anscheinend Zeit. Aber hat mich gerade ehrlich gesagt schon gewundert, dass die so schnell gebissen haben an allen drei Routen. Denn die haben das ja ein bisschen nach unten reguliert. Ja, aber jetzt kommt auf den Dumpbell wieder der nächste Biss. Gucken wir mal, was wir diesmal dran haben. Ob wir hier vielleicht nochmal einen Bossfisch rausziehen. Haben wir Glück gehabt auf jeden Fall, dass wir die Fische alle rechtzeitig raus hatten und die alle drillen konnten. Okay, jetzt geht direkt die 1 auch ab. Aber der hier sieht schon wieder nicht so stark aus. Jetzt habe ich natürlich im Vergleich den 40-Kilo-Wälzer gerade noch in Erinnerung. Deshalb tue ich dem Fisch jetzt hier vielleicht ein bisschen Unrecht. Aber laut Powerbalken macht er im ersten Moment hier erstmal nicht so viel Anstalten. Die 3 bleibt noch ruhig liegen. Den haben wir jetzt auch schon mal vom Ufer wieder. Und jetzt heißt es wieder nach oben pumpen. Auch wenn die Bremse da nicht mitspielen möchte. Und den noch ein bisschen unten lassen will. Ich könnte jetzt natürlich voll zumachen, aber dann hätte ich hier relativ schnell den Fisch vom Haken. Jetzt geht auch die 3 ab. Jetzt haben wir ja das richtig schöne Konzert hier. Musik in den Ohren eines Anglers. Wenn das mal echt so wäre, dass an allen drei Routen gleichzeitig anweist, dann Prost Mahlzeit, habe ich noch nicht erlebt. Wenn ihr es erlebt habt, schreibt mir gerne eure Erlebnisse und dann können wir zusammen darüber lachen. Aber so stressig ist Angeln, glaube ich, selten, dass man an allen Routen gleichzeitig Bisse bekommt. Was ich immer stressig finde mit vielen Angeln ist das Köder kontrollieren. Ist jetzt beim Karpfenangeln nicht ganz so schlimm, wenn man irgendwie mit Boily oder so an der Haarmontage oder so angelt, dann sollte der Köder eigentlich relativ lange halten. Aber so beim Aalangeln oder so mit Tauwurm und dann noch mit Krebsen im Wasser, das ist nicht schön, wenn man erstmal nochmal einen Karpfen, der ein bisschen eine Stupsnase hat. Macht aber nichts, wir nehmen jetzt erstmal die 1 in der Hand. Gerade hier die Wollandkrabben, die waren, also letztes Jahr gingen die eigentlich, aber davor das Jahr, da waren die echt extrem schlimm. Da hat man sie immer zupfen sehen an der Rutenspitze und man wusste schon, am Zupfer hat man schon erkannt, dass es eine Krabbe ist, weil die den immer so ein bisschen wegziehen. Dann biegt sich die Spitze so eine ganze Weile lang und dann lassen sie den auf einmal los. Dann schnellt die Spitze zurück, da erkennt man dann schon irgendwann das deutliche Muster. Hier haben wir einen dicken Karpfen, wie es aussieht. Der schon mit der Flosse aus dem Wasser rausguckt, aber kein weißer Karpfen.
Dick ist er trotzdem. Mal gucken, ob ich den schon... Jawohl, kann ich sogar direkt catchern. Perfekt. Na gut, sah im Wasser dicker aus, als er jetzt tatsächlich ist. 10 Kilo immerhin. Spiegelkarpfen. Und dann können wir zumindest noch den dritten hier im Bunde drillen. Dadurch, dass ich den anderen schnell gecatchert habe. Das ist natürlich nice. Wieder alles richtig gemacht. Wenn die dann so an der Oberfläche schwimmen, ist natürlich hervorragend. Wenn die dann unten auf dem Grund rumtouren, kann man da wenig retten. Aber auf den... Das sieht immer so ein bisschen aus, als wenn man keinen Druck ausüben kann, weil die Schnur wabbelt hier ein bisschen rum und die Spitze ist auch mehr so im Urlaubsmodus. Aber mal schauen, was wir da gleich rausziehen werden. Sieht jetzt erstmal auch nicht ganz so stark aus. Aber wenn jetzt wieder länger unter Wasser bleibt, dann vielleicht. Denn gerade der Wels war ja auch eigentlich gar nicht mal im Drill so stark. Der war halt nur ausdauernd. Ansonsten hat er auch hier nur vor den Füßen rumgetanzt und sich nicht besänftigen lassen. Vielleicht hat er jetzt direkt nochmal den Köder genommen, ist wieder zu seinem alten Häuschen geschwommen und hat sich gedacht, oh, guck mal, da liegt ja noch ein Boili. Vielleicht ist der diesmal besser als der letzte. Werden wir gleich sehen, wenn er auftaucht. Na, da bleibt wieder bei seinen 6 Metern. Kommt jetzt wieder ein bisschen hoch. Aber noch nicht nach ganz oben. Jetzt macht er wieder den Rückwärtsgang und geht wieder Richtung Grund. Bin ich mal gespannt. 3 Welse in einem Video wäre natürlich schon extrem krass eigentlich. Weil normalerweise fange ich die eher selten. Wenn ich sie fangen will, dann fange ich sie auf jeden Fall nicht. Anscheinend, wenn ich sie nicht fangen will, dann fange ich sie wohl. Denn eigentlich wollte ich ja den Geisterkarpfen haben. Und dann gehen selbst die Boss-Welser an den Haken. Aber der hier ist jetzt an der Oberfläche und was ist es? Man sieht natürlich wieder nichts. Nee, nee, komm, du gehst hier nicht flöten, mein Freund. So, da haben wir noch einen Karpfen. Wird auch so 10 Kilo haben. Diesmal ein Schuppenkarpfen. Ja, auch 10,96 Kilo kommen Karp. Immerhin ein paar 10 Kilo Karpfen erwischt, ein 10 Kilo Wels und natürlich den Puma, den 40 Kilo Boss Wels. Richtig nice, kein Geisterkarpfen, aber den kriegen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir es auf den versuchen. Ich werde hier nicht locker lassen, bis ich den hab. Also werden wir jetzt mal ein bisschen Karpfen angeln. Ob der Kevin beim nächsten Mal schon dabei ist, weiß ich nicht, denn der hat auch noch Prüfung am Montag, also drückt dem Kevin doll die Daumen und schreibt in die Kommentare, wie viel Glück ihr dem wünscht. Und dann sehen wir uns entweder nochmal ohne Kevin wieder beim Karpfenangeln auf den Geisterkarpfen oder schon wieder mit ihm. Ich weiß noch nicht, wie genau ich das mache, mit welchem Video ich weitermache oder ob erst Fishing Planet wieder ein Video oder was weiß ich. Sehen wir einfach mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Trotz mäßiger Erfolgs auf den Geisterkarpfen, aber immerhin ein anderer Bossfisch dabei. Dann würde ich sagen, Petri heil und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und auf Wiedersehen.